Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge 309 von Simotrans. Ja, die LKWs sind weg, wie ihr seht. Die Salze sind also unterwegs. Wir sind jetzt bei der Vier-Städte-Geschichte. Die müssen wir schauen, dass wir die Personen, die am Bahnhof stehen, in die Stadt noch bringen. Und das Weitere ist oben das Kohlekraftwerk, was wir da haben. Da gehe ich jetzt mal erstmal hoch und mache das als erstes, weil die Städte sind vier, das Kohlekraftwerk ist nur eins. Oh, mal gucken, dass wir da oben hinkommen und das anbinden, ne? Also das steht ja hier. Ich glaube, das wird nicht reichen von der Entfernung. Nee, kommt nicht dahin. Das heißt, wir müssen da eine Ladestation oder Entladestation bauen. Und das Ganze machen wir gleich nach dem Intro. So, dann wollen wir mal die Straße ergänzen. 200 brauchen wir nicht, aber 100 reicht, ne? Dann machen wir das mal so. Machen das so. So. So, das passt erstmal. Dann brauchen wir ein paar Entladebuchten. So soll es reichen. Gut, das ist erstmal hier okay. Andere Seite ist ja vorhanden. Da brauchen wir ja nicht hier so weit gucken. Das ist ja hier. Weil die Kohle muss ja hier auch herkommen, oder? Naja, so ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall müssen wir sie hier mit dem Zug ja hinbringen, sagen wir es mal so. Dann wollen wir dort mal schauen, dass wir jetzt hier... Achso, da brauchen wir einen LKW nur erstmal. Und zwar den da. Machen wir hier unten mal auf Kohle. Da ist die Kohle. Beziehungsweise Anhänger. Gibt es nur einen Auflieger? Oder den da? Aber dann nehmen wir den hier, weil das ist ja der Topwagen jetzt. Der ist ganz neu. So, machen dann einen Fahrplan. Und zwar von hier nach hier. Am Stahlwerk muss 100% geladen werden. Das gibt eine neue Linie. Und zwar LKW Stahlwerk Kohlekraftwerk. Machen wir hier noch Minus zwischen, dann passt das schon, ne? Wo ich jetzt hier gerade schreibe. Ist mir noch gerade in den Sinn gekommen, dass ich letztens das Chemiewerk falsch geschrieben habe, beziehungsweise Chemiefabrik, ne? So, das würde ich jetzt mal 3, 4, 5 mal machen. Und dann sollen die da hinfahren. Nur das Problem ist, dass wir hier noch Haltebuchten brauchen. Das bedeutet... Wieso findet er keinen Weg mehr? Das müssen wir gleich mal angucken. Hier haben wir nur zwei Haltebuchten, das sind zu wenig. Wir müssen definitiv noch mehr haben. Das heißt, zwei kriegen wir noch hin. Und dann müssen wir gucken, dass wir die hier rüber kriegen, ne? Also der fährt noch da rein und der fährt noch da rein. Dann passt es soweit erst. Er hat sofort entladen und fährt weiter. Das würde gut sein. Aber es sind ja fünf LKWs, die ich hier gemacht habe für den hier. Das würde bedeuten... Ah, warte mal, wir können ja hier einfach dran bauen. Spielt ja gar keine Rolle, weil... Ist ja alles hier da, ne? Gehört ja auch dazu. Wenn ich das jetzt hier dran mache, ist es ja immer noch der gleiche Bahnhof, ne? Passt also. Gut, okay. Freie Strecke. Warum warten die da jetzt auf freie Strecke? Weil nicht zugeteilt ist, hier da reinzufahren, oder was? Und hier haben auch noch keine Ahnung, ne? Plan einmal auf und einmal zu, müsste dann ja reichen, oder? Plan auf und zu.
Eigentlich sollten die jetzt da reinfahren, oder? Machen wir es mal gerade so. Jetzt fährt er weg. Fahrplan neu. Doch altes Stahlwerk wieder. Passt erst. Und der kann jetzt immer noch nicht. Fahrplan, dann fahr erst weg. Und dann darfst du wieder hinfahren. Und jetzt steht der dritte da. Warum finde ich jetzt keinen Weg hier? Fahr erst weg. Der zweite findet auch keinen Weg. Super. Hilft uns nicht. Hier ist irgendwas faul. An diesem Schild hier, oder was? Das ist genau das gleiche wie das. Ah, das ist ja wieder gut im Klappen, ne? Fahr mal raus. Jetzt fährt da einer rein. Mal gucken, wo der jetzt hinfährt. Jetzt haben wir das Chaos gemacht. Okay. Dann muss der erst wegfahren. Jetzt nix. Dann klappt das hier mit dieser Einfahrt nicht. Dann müssen wir das irgendwie anders organisieren. So, der ist jetzt schon mal reingefahren, ne? Aber wieso erkennen die diesen hier nicht? Das bedeutet, wir müssen da ein bisschen umbauen. Dann müssen wir das hier anders gestalten. Machen wir das Ganze so, oder? Und dann reißen wir da ein bisschen ab hier. Dann wird das schon werden. Lass mal den da noch vorbeifahren. Können wir nicht entfernen, weil da einer im Weg steht. Super. Dann lass uns das mal hier gleich vorne hin machen. Jetzt fährt er weiter, weil er das Schild tatsächlich da gesehen hat, ne? So, jetzt muss das andere aber weg. So, jetzt sollte es klappen. Ist ja super toll, wie das gelaufen ist, oder? Jetzt müssen die einen kleinen Umweg fahren, aber kann ja auch nicht ändern. Nur weil das Schild nicht passte, ne? So, was ist jetzt hier los? Findet keinen Weg mehr. Abreißen wollen wir das nicht. Machen wir lieber eine Lupe an. Und der findet jetzt keinen Weg mehr. Dann machen wir das gleich hier richtig. Linie ändern. Hardexen. Okay, alles klar. Der ist da. Einfügen. Fahr mal dann dahin. Und dann löschen wir Hardexen hier raus. Gut. Okay. Kann zu. Und die fahren wieder, ne? Will ich hoffen. Ohne Route. Fahrplan kann nicht geändert werden. Er wird dann schon gleich fahren. Jetzt macht das auch. Okay. So, das ist geregelt. Das ist läuft. Alles ist gut. So, wir sind aber immer noch beim Kohlekraftwerk. Wo ist das? Hier ist das. Hier ist das, was wir gerade umgebaut haben. So. Kohle gibt es noch nicht. Was gibt es denn hier sonst? So wie es aussieht, ist das angeschlossen. Kohle da, ja. Aber hier ist noch nicht angeschlossen. Oh, das ist auch neu. Okay, wenn das neu ist, dann müssen wir natürlich da was machen. Das ist aber definitiv am Bahnhof hier neben. Und das bedeutet, wir machen jetzt einen Zug, der von hier nach da hinten fährt. Angeschlossen war nix, ne? Nein, gar nix. Ich glaube, wenn wir hier nach da fahren, da stehen welche im Stau. Warum klappt das nicht? Der Postzug ist im Weg.
Der wartet auf freie Strecke. Auf welche freie Strecke wartet der Postzug? Da ist auch einer im Weg. Oh Mann. Was hat's denn hier jetzt erwischt? Ja, Postzug, fahr mal woanders hin. Du bist jetzt gerade. Fahr mal zum Baustoffhandel, da geht's doch bestimmt hin. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, der fährt dahin. Ich hoffe, dann klappt's hier auch wieder. Ich stelle mir gerade die Frage, warum die nicht weitergefahren sind. Wo jetzt das Problem liegt, dass der nicht fährt. Der wollte jetzt da lang und da hat irgendwer reserviert, oder wie sehe ich das? Das Holz fährt da jetzt durch, ne? Wo fährt das Holz hin? Da rein? Ja. Hier fehlt also noch ein Gleis. Das ist nicht gut. Der ist überfüllt, das ist nicht so schlimm. Da sind wir losgeworden und die haben gleich Bretter aufgeladen und fährt aber auch wieder zurück. Das ist auch sehr gut. Kohle ist noch nicht angekommen und er fährt jetzt aber schon und wartet auf freie Strecke. Wo ist hier das Problem mit der freien Strecke jetzt? Wer reserviert denn hier wo? Hier ist doch alles grün. Dann lass uns doch mal hier. Hier kann kein Signal aufgestellt werden. Da. Hier kann kein Signal aufgestellt werden. Da kann auch kein. Wieso können da keine Signale aufgestellt werden? Was ist das jetzt für ein komisches Ding? Ist auch das Falsche. Was steht hier? Auswahlendschild. Das muss da hingebaut werden, ne? Auswahlendschild. Wo muss ich das hinstellen? Wenn die kommen, fahren die dahin. Hier kann das Auswahlendschild also schon mal hinkommen. Und da müsste es auch hin können. So, jetzt ist die Frage, warum fährt der nicht? Wartet auf freie Strecke. Fehlt uns irgendwo was an Oberleitung oder irgendwie sowas? Haben wir schon das B gedrückt? Ja. Also R. Ich muss das so lassen. Er kann hier nicht reinfahren. Er kann, ach, der will wahrscheinlich hier durchfahren, kann das sein? Dann werden wir das mal hier kurz ändern, dass das ein Sackbahnhof wird, oder? So. Jetzt müssen wir ihm aber wahrscheinlich erst da den Ausfahrt gewähren. Aber da fährt unten einer weg. Das könnte vielleicht unser Problem lösen. Warten wir es gerade ab. Da ist zum Glück einer voll geworden. Ja, und das war hier, glaube ich, wichtig, dass das so klappt, ne? Der fährt da schon mal rein. Und er kann nicht weg. Fahrplan, Stahlwerk, fahr erstmal wieder rein. Vielleicht fährst du dann besser wieder raus. Er wartet auf freie Strecke, das heißt, er muss erst weg wahrscheinlich. Gucken wir mal, wenn er weg ist, ob er dann fährt. Ich glaube, das funktionierte hier wegen dem Bahnhof nicht. Der wollte nämlich hier durchfahren und hat gewartet, bis der weg ist, wahrscheinlich. Und wollen hoffen, wenn der jetzt hier weg ist, dass er da rausfährt.
Macht er aber nicht. Können Sie jetzt mal bitte hier weiterfahren? Dann fahren wir zum Depot. Fahr zum Depot. Und dann kannst du deine Route wieder fahren. Fährt er jetzt lang? Okay, geht einfach irgendwie. Ich hoffe, der Stau löst sich jetzt gerade hier auf. Was hat er mit? Nix. Hätte ich gut mitnehmen können. Hat er aber nicht. Hier fährt irgendwer mit Holz auf jeden Fall weg. Da ist der Postbus. Postwagen. Er kommt jetzt hier woher? Wo ist denn er jetzt? Da unten, okay. Achso, den wollten wir ja. Ach, jetzt ist auch egal, der fährt da halt eine Ehrenrunde. Irgendwie hat es jetzt noch nicht geklappt, ne? So, der Post fährt weg, dann kann er reinfahren, oder? Ja, wäre schön, wenn du jetzt das hier nimmst, ne? Ich weiß nicht, ob was er jetzt hier wartet. Wieso fährt er da jetzt nicht rein? Linie Holz. Soll jetzt nach Riedenburg Rathaus fahren. Dann fahr erst Rathaus Stahlwerk rein. Oh, jetzt fährt er da rein. Das ist ja wieder ganz toll geklappt. Kommt er jetzt raus? Ich hoffe ja. Ich glaube, jetzt hat es geklappt. Also das war ein ganz schwieriges Ding jetzt hier gerade. Ne? Jetzt gucken wir mal, ob er da reinfährt. Ziemlich kompliziert das Ding hier. Er fährt auf jeden Fall rein, das ist schon mal was wert. Mal gerade schneller, er fährt auch wieder raus. Nächste fährt rein. Da kommt jetzt der Zug von da hinten, das passt auch. Der ist durchgefahren, die Postkutsche kommt, das passt alles, die Postkutsche fährt, er fährt auch. Jetzt ist nur noch, dass der Holzzug hier wieder kommt. Der macht das Problem wahrscheinlich. Warte mal, hier fahren doch tatsächlich Kohle-LKW hin und her. Sehr schön. Ja, Kohle ist da. Da kommt nicht der Zug mit dem Holz. Gut, aber das hier ist noch nicht angeschlossen. Da müssen wir noch einen Zug machen, ne? Den machen wir jetzt auch noch ganz schnell. Wir hatten diese Lok, weil die besonders stark war. Und wir brauchen Waggons, die so aussehen. Und 15 Stück an der Zahl. Und dann ist das neue Linie erstellen. Hinzufügen ist hier. Und zwar 100% da voll machen, bitte. Und ja, jetzt müssen wir kurz damit dem Weg hier so hin, ne? Und der muss dann hier reinfahren. Und das Ganze soll dann starten. Und die Linie heißt aber noch anders, ist Güterzug. Maschinenfabrik. Werk. Haben wir hier wieder natürlich vergessen, das Minus dahin zu setzen, was ich immer so gerne vergesse. Und hier haben wir noch einen Schreibfehler drin. Maschinenfabrik Stahlwerk. Hier ist das auch falsch, ne? Gut. Und starten den. Und jetzt steht da Linie 98, alles klar.
Steht da jetzt Güterzug, Maschinenfabrik, Stahlwerk irgendwo auch noch? Nö. In der 98 hat gut geklappt. Ah. Linie 43 kannst du löschen. Ne, kannst du nicht löschen. Da steht was drauf. Lass das mal besser so. Auf ein neues. So, Stahlwerk, Maschinenfabrik. Passt. Fährt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir gucken. Der ist gerade angekommen und der lädt. Hier gibt es auch genug Kohle. Kohlekraftwerk Ost. Okay, die anderen müssen alle noch angebunden werden. Hier wird aber aufgefüllt, wie wir gerade sehen. Gut, dann würde ich sagen, da machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.